Hi, ich bin Dominik von testberichte.info. Heute ein Testfazit zum Reisebügeleisen Severin BA3234. Das kompakte Dampfbügeleisen aus dem Hause Severin hat 1000 Watt Leistung, einen Wassertank, der 50 ml Wasser fasst und lässt sich bequem zwischen 110 und 230 Volt umschalten. Es wiegt gerade mal 740 Gramm und hat ein Kabel, welches 1,9 Meter lang ist. Die Bedienung des Gerätes ist relativ einfach. Es gibt an dem Bügeleisen wenige Schalter, an denen man etwas einstellen kann. Hier vorne der Schalter ist beispielsweise, um den Dampf ein- oder auszuschalten. Vordere Position für ein. Der Schiebeschalter hier hinten ist dazu da, um die Spannung zwischen 115 Volt und 230 Volt umzuschalten. Über diesen Drehschalter regelt man die Temperatur. Es gibt einen Knopf hier hinten, mit dem man das Gerät nach Nutzung etwas kompakter machen kann, indem sich der Griff nach vorne zusammenklappen lässt. Der Wassertank versteckt sich hier im Griff und kann hier über diese Einfüllöffnung befüllt werden. Die Einfüllöffnung ist relativ klein, also man muss beim Einfüllen etwas aufpassen, dass man nicht zu viel daneben laufen lässt. Der Schalter hier vorne ist für den Vertikaldampf. Die Aufwärmzeit des Bügeleisens ist relativ kurz. Es ist jetzt aufgewärmt, mit Wasser befüllt und auf der höchsten Stufe eingestellt, da wir auch Dampf verwenden wollen. Ups. Die Bügeleistung ist für so ein kleines Bügeleisen gar nicht schlecht. Es ist natürlich nicht mit einem normalen Bügeleisen oder sogar mit einer Dampfbügelstation zu vergleichen, aber für unterwegs, zum Aufbügeln von Hemden oder Blusen oder für einen Anzug reicht es vollkommen aus. Einziger kleiner Nachteil ist der versprochene Vertikaldampf. Der ist wirklich nicht so stark ausgeprägt. Ich drücke mal jetzt drauf. Ja, genau. Man sieht nämlich, dass da kaum Dampf rauskommt. Ah, hier war er. Das ist jetzt nicht wirklich, mit dem man arbeiten kann. Aber so zum normalen Bügeln reicht der Dampf vollkommen aus. Also man sieht, man bekommt das ganz gut glatt. Und für den Urlaub oder für unterwegs auf einer Geschäftsreise ist es ideal geeignet. Im Test konnte der Severin BA3234 relativ gut überzeugen. Es ist ein kompaktes Bügeleisen, was für unterwegs sehr gut geeignet ist. Die Bügelleistung ist ordentlich und es lässt sich sehr kompakt zusammenbauen und wiegt nur 740 Gramm. Einziger Wermutstropfen ist der Vertikaldampf, der den Namen Vertikaldampf eigentlich gar nicht verdient hat.